Und wir drücken auf den Start-Button des Streams. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie immer bequemt sich YouTube erst nach 20 Sekunden offensichtlich in den Livestream hinein. Habe die Ehre miteinander, ich bin's, der Birger. Holy shit, Kinder! Ihr seht da schon wieder über 200 Leute drin. Haben doch mehr Bürgergeld beantragt, als ich das vermutet habe. Weiß ich nicht, was mit euch schon wieder los ist. So, grüß Gott beieinander. Freunde der Sonne, es ist soweit. Erst einmal ein paar kurze Sachen, was der mir da heute. Heute Nacht ist offensichtlich der GTA 6 Trailer schon geleakt worden und er ist auf die Nacht dann von Rockstar schon online gestellt worden. Eigentlich hätte er erst um 3 kommen sollen. Tja, ist mir jetzt wurscht. Einige von euch haben das schon gesehen. Ist mir auch wurscht. Wir schauen uns das Ding jetzt an. Und hoffentlich, jetzt warten wir noch schnell mal Minuten, bis sie alle rein. Wie viel? Da 318 Leute, sehe ich. 318 Bürgergeld beantragen. An alle, die danach noch zuschauen, an den Nachschaus geworden haben, die haben sie Spaß. Ich glaube, das Internet brennt. Ich glaube, dass das Video hat, glaube ich, innerhalb von 10 Stunden über 60 Millionen Aufrufe. Ich hoffe sehr, dass das Video, das daraus danach entsteht, weil der Stream wird natürlich dann später als VOD verfügbar sein. Grüße an den Nachschau-Squad an dieser Stelle. Wird hoffentlich nicht aus dem Leben gestrikt wegen der Musik oder sonst irgendwas. Geclaimt wird er mit Sicherheit, aber das ist mir jetzt auch wurscht. So! Freunde der Sonne, GTA 5. Darf da jeder darüber gespielt haben? Ich habe ein paar Leute schon gelesen im Chat, die haben es nie gespielt. Das ist großer Nachholbedarf, Freunde der Sonne, zumindest der Singleplayer. Wir haben jetzt 10 Jahre auf diesen verfickten Trailer gewartet. Es gibt Memes en masse, wann endlich Half-Life 3 und sonst irgendein Scheiß kommt und heute auch GTA 6. Und heute ist der Tag. Bitte lehnen Sie sich zurück. Und dann da die Song, drehen wir die Lautstärke auf. Ich hoffe, dass der Sound und alles funktioniert, so wie es soll. Wir drücken den Play-Button. Der Content ist nichts für Kinder offensichtlich. Da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass wir da recht viele brutale Szenen sehen werden. Wir werden sehen. Folgendermaßen wird das jetzt ablaufen. Wir schauen uns den Trailer ganz an. Danach werden wir Szene für Szene, was wir ausschauen können, analysieren. Dann werden wir uns kurz drüber unterhalten und dann schleiche ich mich schon wieder. So, und jetzt hat der fette Vollidiot im Internet halt dein Maul und drückt den Play-Button. Los geht's. Los, Rockstar, amaze me. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Musik ist schon mal anders, gell? Alter, wenn das Ingame-Grafik ist, dann scheiß ich eine Ratte. She tried to make my world. Ganz massive Vice City Vibes, volle Kanone, with Boner Alert, eine Freude. Fake große Ärsche, Effekt ab, Wild Florida Man. Well, look who's back. The only way. We're gonna get through this. Anscheinend haben wir tatsächlich. By sticking together. Protagonistin. Being a team. Trust? Trust. Wie erwartet. Und da steht das Allerwichtigste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kommt tatsächlich nächstes Jahr, ne? Es kommt tatsächlich 2025. Ich gehe schwer. Ich weiß gar nicht, wo fangen wir da jetzt? So, Alter, wenn das Ingame-Grafik ist, dann. Puh, leck mich am Sack, oder? Welche scheiß Konsole soll ich denn das da packen? PlayStation 6? Na, da spreng ich, schreibt sie. Also, gut, wir lassen uns mal nicht von Trailer-Grafik blenden. Das ist einmal das Allerwichtigste. Das Erste, was mir sofort auffällt, der Miami Vice. Vibe ist hart. Mit den ganzen, das ganze pinke CI und so weiter, das direkt am Anfang Musik passt, volle Kanone. Du, Birger, dabei ist nur 2023. Oh ja, stimmt. Warte mal. Stimmt. Dann kommt es Ende 25. Ich tippe auf Ende 25, dann ist noch 2 Jahre hin. Ja, gut, stimmt. Habe mich vertan, Entschuldigung.
Das geht, ja, ich bin meiner Zeit schon wieder weit voraus, stimmt. Und normalerweise, weiß irgendjemand, wann GTA 5 gekommen ist? Anfang des Jahres, erste Hälfte, zweite Hälfte, das weiß ich leider nicht mehr. Dezember 25 ist auch erst in zwei, das ist richtig. Also ich tippe mal schwer drauf, dass es Ende des Jahres kommt, also müssen wir noch 2 Jahre drauf warten. 3 Jahre dann für PC-Spieler. Das sind jetzt alles solche Dinge, über die da die gern schmatzen. Aber jetzt zerlenken wir die, das ist alles ein bisschen schnell gegangen. Der Trailer dauert genau 1 Minute 30, das ist nicht der Teufel, das ist aber in Ordnung. Ich glaube, dass man einiges gesehen hat. Ich meine, was erwartet man jetzt von einem GTA 6 Trailer? Wir haben ja schon einmal drüber geredet, GTA 5 war so dermaßen gut und da kann auch keiner dagegen schmatzen, dass ich keine verfickte Ahnung habe, wie man das noch jemals irgendwie toppen soll. Ich habe keine verfickte Ahnung, Mann. Darum gehen wir mir jetzt nochmal einen Schritt zurück und schauen wir uns das Ding Stückel für Stückel an. Ja, und schauen wir, was wir rausfinden, und das ist doch alles ein bisschen sehr schnell gegangen. Da war jede Szene maximal, wenn überhaupt, 5 Sekunden lang. Wir werden sehen. So, nochmal von vorn. Das ist schon einmal das allererste, was mir auf. Ich habe so vor. Das ist übrigens, wie sie mein. Wann ist ein Vice City rausgekommen? Das war noch GTA 3, das war kein vollwertiger GTA-Titel, nicht irgendwie, aber auch schon. So hat sich mein junges Ich GTA Vice City in Erinnerung behalten, dass das so ausschaut. Und wenn das Ingame-Grafik ist, meine Freunde, dann fängt der PlayStation 5 und der Xbox zum Rauchen, das sagt er eh. Das fängt auf alle Fälle sehr schön den Vibe ein, glaube ich, um was das geht. Wild Florida, Miami, Casinos, ist jetzt zwar mehr Las Vegas, ist aber scheißegal, irgendwie so habe ich sofort den Eindruck. Weiter geht's. Schaut noch Gefängnis aus. Sehr. Ja, genau. Und das ist anscheinend, und da höre ich jetzt halt eventuell schon wieder ein paar Stimmen im Internet so, oh Gott, wir haben ein Weiberlein als Hauptcharakter. Es ist so woke. Sei da ganz ehrlich, ich meine, das Thumbnail verrät es eh schon so ein bisschen. Offensichtlich haben wir 2 Hauptcharaktere. Einmal sie, die offensichtlich Lucia heißt und da schon im Knast ist. wegen, was sagt's, bad luck, I guess. Und ihren Freund. Und es wurde ja schon einmal so ein bisschen gemunkelt und geleakt und man war sich nicht so hundertprozentig sicher, kriegen wir mir so eine Art Bonnie und Clyde-Geschichte. Und das stelle ich mir sehr, 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 das kann sehr cool sein, aber da kommen wir eventuell später noch dazu, weil noch sehen wir einen Protagonisten, also ihren Freund nicht, und wir sehen sie ja definitiv öfter und viel präsenter als er. Das macht mir schon wieder ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich keinen Bock drauf habe, dass er ist, mich wundert es eh, das hätte noch vielleicht 100 Mal Voker sein können, sie hätte tiefschwarz sein können, sie hätte lesbisch sein können, ihr Freund hätte genauso ein Weiberleid sein können, tiefschwarz und transgender und sonst irgendwas. Es hätte noch 100 Mal schlimmer sein können, darum habe ich jetzt noch keine Woke-Bullshit-Vibes. So ein bisschen, aber passt schon. Gehen wir mal weiter. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Und das da, das habe ich mir beim ersten Durchlauf schon gedacht, Alter, wenn das Ingame-Grafik ist, dann, aber das glaube ich nicht. Ich sage, ich kann es nicht glauben, weil keine Konsole der Welt in der Lage ist, dies mit 60 Frames aufwärts darzustellen. Das ist unmöglich. Halte ich für unmöglich. Ansonsten, natürlich, Strand gehört natürlich dazu. Da kriegen wir auch jetzt gleich noch eine detailliertere Szene. Rockstar Games Presents. Das ist auch ein wichtiges Detail. Offensichtlich gibt es in der Open World, also GTA ist immer ein Open World Spiel, wer es vielleicht gar nicht kennt, wer irgendwo, wenn der Mond einen Mond hat und der irgendwo einen Schor hat und da einer drunter wohnt und dann nicht weiß, was GTA im Groben ist, dem kann ich jetzt auch nicht helfen, das erklären wir jetzt nicht. Aber das ist ein netter Hinweis, dass wieder ähnlich wie in Red Dead Redemption, da gibt es auch so Sumpfgebiete und so weiter, dass es eine große offene Fläche gibt mit so Sumpf und Void und lauter so einen Scheiß und nicht bloß diese Miami-Stadt halt. So, was ist jetzt da das Erste, was uns auffällt? Was ist da das Erste, was uns auffällt? Da kommen dann schon wieder, da fängt, ich sag nicht, der Depp natürlich, ja. Was mir auffällt ist, dass die alle, das kommt auch noch öfter im Video vor, das ist aber das Erste, was mir auffällt, dass er jedes Weiberleid eine dermaßen Drumbostros-Scheißen beieinander hat, dass ich mein Fiat Tipo da drin parken kann. Da, die haben alle sehr, 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 sehr gebärfreudige Becken, meine Damen und Herren. Da, da,
Und was am allerwichtigsten ist, jetzt warte mal, kann ich mich da verschirmen? Ich verschirme mich mal, machen wir so. Was am allerwichtigsten ist, dass der einzige weiße Typ am Strand, der mir als erstes auffällt, da haben noch mehrere im Hintergrund und so, das ist ja wurscht. Und zwar da, offensichtlich das Arschloch von seiner Alten fotografiert. Das ist so das Einzige, was mir auffällt. Da, schau dir da, fotografiert schön von unten, perfekt für Instagram, das Arschloch von seiner Freundin. Herzlichen Glückwunsch, das haben wir gemacht, White Toxic Sexistic Man. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Ansonsten sehe ich da nicht recht, auf den ersten Blick nicht recht für weiße Menschen. Das ist schon wieder was. Ist das in Miami so? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt wieder Vorurteil Level 9000. Ich weiß es nicht. Wobei er da eigentlich auch als Weißer durchgeht. Da hinten steht einer, der hat so eine Mai-Statue. So ein bisschen so, quasi Modobugel. Da steht noch ein Quamperter dahinter. Und ja, gut, der Einzige, der mir auffällt, ist er, der das Arschloch von seiner Wieden fotografiert. Aber passt schon. Oh, da ist er! Oh! Okay, ja, Chat, ihr wisst, was das heißt. Den habe ich gar nicht gesehen, den kleinen Wutschei. Da, schau dir noch. Chat, ihr wisst, was das heißt. Den habe ich noch gar nicht registriert. Ansonsten passiert in dem Beitel so viel. Im Hintergrund 1000 Hubschrauber, oben ist eine Flugmaschine, ein Flugzeug, eine Boeing oder sonst irgendwas. Und ansonsten, warte, da muss ich noch mal aus dem Weg gehen. Ansonsten sehe ich einfach nur sehr viel gebärfreudige Becken. Ja? Bostros scheißen. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's. Da haben wir wieder unsere Protagonistin in einem sehr teuren Auto im Nachtleben von Miami. Ich denke, ja, da kommen wir später noch dazu. Das sagt man später, glaube ich, noch besser. Was lässt man da schon aus? Was erwartet man von GTA? Natürlich Nachtleben, Großstadt, Autos. Und offensichtlich wird da gerade gesoffen und Party gemacht. Halt, stopp, da müssen wir nochmal zurück. Das war, da, weißt du, was ich da riech? Modifizierbare Autos. Und weißt du, was ich Hand in Hand mit modifizierbaren Autos in GTA Online riech? So viele Mikrotransaktionen, dass du in die Hosen scheißen wirst. Man munkelt ja auch, dass GTA 6 150, 160 Dollar kosten soll. Freunde der Sonne, weil gerade jemand im Chat fragt, der Christoph, GTA 6 vorbestellen, Fragezeichen, nicht mal GTA 6 wird vorbestellt. Nein, lasst euch ja nicht von einem Trailer hypen, lasst euch nicht von GTA 5 hypen, just don't. Ansonsten, sowas habe ich erwartet natürlich. Das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an San Andreas, muss ich ganz ehrlich sagen. So mit den Lowrider-Autos, die umeinander springen können und so. Das ist, allerdings haben wir da schon wieder fast zu wenig Schwarze im Battle, weil das irgendwie zu denen gehört. Ist das rassistisch? Ich habe keine Ahnung, ist mir wurscht. Halt, stopp, da muss ich auch was dazu sagen. Das ist nämlich auch das Erste, was mir gleich hinten euch aufgefallen ist. Da haben wir wieder bei der Bostros scheißen und der Amount of twerkende Ärsche in jeder zweiten Szene is too damn high. The fuck are you doing? Da hinten twerkt der Hungerhakel und da twerkt. Sag's nicht, Birger. Ricarda Lang in maximaler Diversity-Version. Egal. Da haben wir wieder die Tüte, ganz starke San Andreas-Vibes mit einfach der typische Gangster-Scheiß halt. Aber was erwarten wir von GTA 6? Natürlich erwarten wir Gangster-Scheiß, das wollen wir ja. Nochmal, ich kann es nur wiederholen, jede Szene gehört was gesagt dazu. Die Konsole, die das da, wenn das Ingame-Grafik ist und danach schaut es ein bisschen aus, muss ich sagen. Die das da darstellen kann, ruckelfrei und in flüssigem Bild, die glaube ich existiert noch nichts. Ein riesengroßes Boot, hoffentlich kann man sich so ein Jahr, oh, ich sehe da einen Haufen Boote. Kann man sich in GTA 5 Yachten besorgen und erspulen und wahrscheinlich erkaufen? Weiß ich nicht, ich habe GTA Online nicht so viel gespult, nur die allerersten Addons ein bisschen. Und der PC wird auch ein Braucher, ja? Kommen wir am Schluss dazu. Haben wir da nochmal schon wieder irgendetwas? Was ist mit ihm da?
Ich sage schon wieder keinen einzigen Weißen, aber sagt es kaum, ist mir wurscht. Da steigen bloß Schwarze aus die Lambos aus, ist es nicht so, ich weiß es nicht. Und da ist schon wieder sehr gebeugt, sagt sie mit dem Mauszeiger, ich hoffe, sehr viel gebärfreudige Becken haben da schon wieder. Ich sage nur Ärsche in dem Video. Ich sage nur Ärsche. Aber ansonsten, schaut schon cool aus. Die Sven Ingram-Grafik ist, Bruder, heiliges Kanonenrohr Batman. Disco Fever, oh. Gut, wir haben sowas schon so ähnlich, das erinnert mich ein bisschen an Microsoft Flight Simulator, der kriegt es ja auch hin. Aber Microsoft Flight Simulator, wenn du auf 100 Meter in Richtung Boden fliegst, dann schaut der Boden halt aus wie ein Speer aus von 1994. Wenn das Ingame, das werde ich noch oft sagen, fürchte ich. Wenn das hier Ingame-Grafik ist, Mann. Ja, grutze fix, Alter. Du sagst dir das selber ständig, schreibt der Freshmark, nicht auf Grafik vom Trailer gehen. Natürlich sage ich das, dennoch darf ich ja wohl sagen, wenn das Ingame-Grafik ist, heilige Kackwurst, Alter. Schon wieder! Das lasse ich jetzt ein bisschen länger da. Weird Boner Alert. Na, ganz typische GTA-Pose irgendwie. Erinnert mich sofort ans Fünfer und an das Weiberleid, das steht auch so seltsam vorne auf dem Cover drauf. Wieso Weird Boner Alert? Ja, stimmt eigentlich. Die hat auch schon wieder, warte, da muss man ein bisschen zurücklaufen lassen. Pass auf, da. Ja, die hat auch schon wieder eine Post rausscheißen beieinander. Da, schau dir so. Kann ich zwei, vier Tippos auf jeder Seite packen. So wie das ist. Und einen in der Mitte. Das finde ich, ist glaube ich ganz wichtig. Jetzt pass auf. Und zwar, das kann dein erster Hinweis auf ein paar so Ingame-Mechaniken sein, wobei das in GTA 5 auch schon war. Da ist auch das erste Mal ein Smartphone gekommen, das durchaus Gameplay-Mechaniken hat und so, wo du deine Kontakte anrufen kannst. Und anscheinend, der Dead Bot Squad. Ey, Papi, save some sugar baby for the rest of us. Offensichtlich, das sagt mir, dass es in-game sowas wie ein Instagram gibt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es das in GTA 5 schon gegeben hat, wo man dann Sachen followen kann und so weiter und so fort. Das ist das Einzige, was man so sagt. Das spielt mit Sicherheit eine riesengroße Rolle. Eventuell auch er, ja, der Reinhold Kreuzer schreibt es gerade im Chat drin. Er so tickt, vielleicht können wir auch mal einen Chat einblenden, zumindest den kleinen rechts unten. Schaut überhaupt nicht. Okay, der Chat hat offensichtlich einen völligen Schlagabfall. Was ist denn jetzt kaputt, Alter? Und Leute resetten übrigens, Alerts sind übrigens aus. Stop the fucking donations, what are you doing? GTTA, Grand TikTok Theft, ja. Ich hoffe, dass das. Ja, aber gut, es bildet ja die reale Welt ab, so ein bisschen. Also, es spielt ja, es ist ja da nichts unrealistisch. Natürlich, dass ich mit meinem Motorrad da vom Berg aber durch die Wegschicht fliege und so, das natürlich nicht. Aber generell spielt GTA ja in keinem fiktiven Universum, wo man, was weiß ich, einen 8-fachen Raketenwerfer mit Pinky, mit einem Regenbogen ausschießt oder irgendeinen Scheiß. Sondern halt in der echten Welt. Darum ist es schon nur legit, dass es sowas gibt. Das ist auch sofort Florida Man Vibes mit Alligatoren. Was steht da? Stay alert, Vice, remember to check for uninvited guests before the pool party. Das müssen offensichtlich Florida Things sein, wenn du da vor mir in deinem Pool gehst, dann hängt der Alligator drin. Oder ein Krokodil oder ein Kaiman, was weiß ich, was da der Unterschied ist. Es gibt zwar verschiedene, ich weiß schon, da kommt wieder irgendjemand im Chat umeinander klug scheißen, ist mir wurscht. Aber da, schon wieder eine, die am Autodach oben umeinander twerkt mit ihren gebärfreudigen Garagen scheißen. Aber ganz früh hintereinander eben, hey, wer weiß der, ich sag mal, call the Department of Transport on this dump truck. Ganz früh, wie soll ich sagen, Screentime kriegt dieses virtuelle TikTok, Instagram, sonst irgendwas. Illegale Autoreden. Der Fettsack, der knockert. Ja, the real world. Jeder hat schon mal so Memes gesehen, wo solche Sachen passieren, und die passieren immer in Florida. Ihr wisst ja, was das heißt, wie wir im Stream damit umgingen. Und Konsole, PC etc. reden wir, wenn wir durch sind, sind wir eh schon über der Hälfte. Wild Florida Man at its best. Weiß ich nicht, jetzt hätte ich fast gesagt, der hat fast eine Lederhose noch. Und er hat auf alle Fälle sein Tastenhandy am Gürtel, an einer Gürteltasche.
Ja, das sind so viele kleine Details und das ist was, wovon GTA halt auch lebt. Die haben 2013 mit GTA 5 die Messlatte an Details in einer Open World so verfickt hochgehängt, dass ich nicht weiß, wie sie das noch toppen wollen. Ein paar so Sachen haben zum Beispiel so, einfach noch mehr Details. Diese Welt noch glaubwürdiger gestalten, als das in GTA 5 schon war. Gangster Shit. Ja, auf ihn hab ich gewartet. meine Freunde der Sonne, der braucht jetzt so Kaubestiefel und ein vollgesifftes Unterhemd und dann ist er geboren, der Foodlab bei Franz. Da geht man neu drüber. Geile Nummer. Eigentlich braucht er gar keine Kaubestiefel, weil Klappball und Tennis sehe ich gerne noch viel besser. Das schaut mir so ein bisschen nach einem Burning Man Festival an. Und ich muss wieder sagen, wenn das Ingame-Grafik ist, halt die Schnauze, Alter. Schau dir das an. Wie sie die bewegen, das Motion Capturing und alles, brutal. Well. Da hab ich mir gedacht, so, what the fuck ist das, Alter? Katzenlady ist aus, jetzt gibt's einen Hammer-Lady. Der Hammer-Dean. What the fuck ist mit ihr? Neighborhood Watch, don't play around in Hamlet. Was? What the fuck ist das? Also ich glaube, dass es eine abgedrehte Scheiße wird, die seinesgleichen suchen wird. Das vermittelt mir so dieser Trailer so ein bisschen. Er ist halt fucking Florida Man. Da ist alles ein wenig anders einfach. Da sind alle nicht ganz dicht. Und auf sowas hätte ich schon hart Bock. Das ist ja das Einzige, was die wieder in diese Welt einzieht. So, ich sag mal, was ist der Lieblingscharakter von allen in GTA 5? Los, ab in den Chat. Was ist der Lieblingscharakter von jedem Einzelnen auf diesem Planeten in GTA 5? Da, der Bruckner war der Erste und hat absolut recht. Selbstverständlich der Trevor. Und warum? Weil er ein absoluter Vollgasnarrischer ist. Ganz einfach. Die anderen Charaktere, nicht falsch verstehe, haben auch alle cool. Der Gangster und so der eigentlich der Serious Businessman so ein bisschen. Aber der Trevor ist mit Abstand der markanteste und coolste Charakter. Und so wie mir das da anschaut, ist GTA 6 voll von diesen Vollgasnarrischen. Gibst du mir den Daumen nach oben? Look who's back. The only way. Halt, stopp! Das ist ganz furchtbar wichtig. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist offensichtlich unser Hauptcharakter, unser zweite Hauptcharakter neben ihr. Wir haben noch keinen Namen gehört, wenn ich mich richtig erinnert. Und, wie gesagt, wer jetzt da mit seinem Woke-Bullshit daherkommt, finde ich nicht. Es ist ein männlicher, weißer Charakter. Was möchtest du jetzt da? Bla, was möchtest du jetzt da? Ich bin gespannt. Ich möchte wissen, wie der heißt. Der Bart. Jason? Mr. Treatcent sagt, der heißt Jason. Hat man den Namen gehört? Ja, hören wir vielleicht noch, wenn wir weiter gehen. We're gonna get through this. Das ist, oh, ich bin aber jetzt langsam mit auf Pause drücken. Ich hoffe, es nervt auch nicht, aber it is what it is. Wir haben uns einmal den Trailer ganz klar, wird schon passen. Und die sitzen offensichtlich auch im gleichen Auto, haben beide so eine Bandana an, halt zum Gesicht verdicken. Und das riecht schon sehr schwer nach so einer Bonnie und Clyde Geschichte. Und das kann super fucking awesome sein. We're gonna get through this. Is by sticking together. Da muss ich da noch mit zurück tun. Weil lauter Vollgasnarische in dieser Welt sind, weil aus was anderem besteht das offensichtlich nicht. Das da allerdings schaut mir ein bisschen nach so dem typischen GTA Online Charakter aus, den man sie macht. Impertinent. Jetzt muss man noch schnell, der hat Impertinent auf dem Hirn stehe. Ich hoffe, für das habe ich einen Chat dabei. Was heißt denn Impertinent? Was heißt das auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Der hat Pronomen, so wie der dem ausschaut. Ja, ja. Das glaube ich auch. Was heißt denn Impertinent? Weiß man das? Soll das Independent heißen? Gibt es das Wort überhaupt? Impertinent. Wollte der Independent draufschreiben? Nein, Impertinent heißt nicht impotent, oder? Unbelehrbar heißt es. Danke, da hat irgendjemand nachgeschaut. Also das Wort gibt es, oh, er ist unbelehrbar. Ja gut, wenn ich ihm so ins Gesicht schaue, dann ist er wirklich unbelehrbar. Da ist eh, was steht überhaupt drin? Confession, escrita en tinta, unca, chaca, laca, keine Ahnung, was ist offensichtlich Spanisch. Na gut, weiter geht's. It's by sticking together.
Fedora Gang. Being a team. Oh ja, das ist ein ganz starkes Battle. Ganz, 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 ganz starkes Bild. Wirst du Vierer gingen. Nehmen wir nochmal zurück, also ein bisschen, weil das schaut einfach cool. Offensichtlich über Fenster gerade irgendein kleiner Lawn. Beide das Tierchen heute halt oben drüber und das riecht sich ein bisschen nach dieser Bonnie und Clyde-Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie die zwei zusammenhängen. Die sind halt wahrscheinlich ein Liebespaar. Kennt man sie schon von Anfang? Kann man beide Charaktere spielen? Also ich gehe schwerstens davon aus. Der Corbinian schreibt irgendwas von Easter Eggs, die ich gerade wahrscheinlich nicht. Pisswasser, was? Wo? Pisswasser? Da, oh shit, Alter, tatsächlich! Pisswasser! Nein! Tatsächlich! Das hätte ich jetzt halt wirklich fast übersehen. Pisswasser, ganz, ganz. Was ist denn da? Die tatsächliche Anspielung in GTA schon immer ist an Budweiser, oder? So ist quasi die Anspielung sein. Pisswasser! Das ist im Prinzip das Bier in GTA. Das heißt halt da Pisswasser und draußen sieht man dann wahrscheinlich auch einen Haufen so Laster um den Anfang, da ist überall Pisswasser-Werbung drauf und lauter so ein Scheiß. Im Prinzip ist amerikanische Ettinger, richtig. Auf alle Fälle ein ganz starkes Bild und ich hoffe sehr und ich gehe schwerstens davon aus, dass man beide Charaktere so spielen kann wie in GTA 5, alle drei, wo man halt nahtlos immer hin und her wechseln kann. Und das war damals, das muss man mir vorstellen, das ist vor 10 Jahren schon gewesen, GTA 5 ist vor 2013. Und dann wechselst du zwischen die Charaktere. Und wenn du dann zum Beispiel von Franklin auf den Trevor wechselst, dann findest du den Trevor wieder irgendwo in einem Saustall drin, in der Unterhosen, ist total rotzenvoll und was weiß ich. Und es wird suggeriert, dass er gerade, weiß ich nicht, mit dem Schweindel gefegelt hat. Und lauter so ein Scheiß. Das ist ein absoluter Geniestreich damals schon gewesen. Ich weiß nicht, wie sie das noch toppen wollen. Und ich bin sehr gespannt. Ihre Charakterzüge erkennt man schon so ein bisschen. Bei ihm weiß ich es noch gar nicht. Da sieht man nicht recht viel. Er hat nicht recht viel. Screentime hat er schon, aber er spricht nicht sehr viel. Gut, sie spricht jetzt auch nicht so viel, aber ist ja wurscht. Starkes Bild. Nächstes starkes Bild. Trust. Trust. Beide stimmen sehr gut bis jetzt. Und auch nochmal ein sehr starkes Bild. Bam. Und da bleiben wir stehen. Das dürfte also gut wieder Schluss sein. Starkes Bild. Sehr cool. Hab auch irgendwie ein bisschen Pulp Fiction Vibes, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Anfangsszene in Pulp Fiction, wenn die zwei kommen und diesen Dings da ausrauben wollen, wo sie da drin sind. Wie nennt man das? Das ist ein American Diner. Und dann sitzen halt die anderen zwei drin. Der Vincent und dann geht's so laut. Also ganz ehrlich, ich wenn jetzt mit Gewalt irgendwas suchen müsstet, was mir in diesem Trailer nicht passt, weiß ich nicht. Ich finde nichts. Ich finde nichts, was mich wirklich stört. Es ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Und schaut cool aus. Ein bisschen bekannt war es ja schon, dass man anscheinend das erste Mal in einem GTA einen weiblichen Hauptcharakter kriegt. Du, das ist völlig in Ordnung. Das Einzige, was ich nicht sehen will, dass er ein absoluter Dodge-Volltrottel total nutzlos ist. Und sie in jeder Szene den Tag rettet. Auf sowas habe ich keinen Bock. Ich hätte gern Charaktere auf Augenhöhe, dass man ihr auch abkauft, dass sie ein toughes Weiberleid ist und nicht total übertrieben und er nicht ein totaler Vollidiot, weil er halt der weiße Mann ist. Und dann kann man anfangen von Woke Bullshit zu sprechen. Ansonsten. Das ist richtig, rechts schaut ein bisschen aus wie der Bud Spencer. Ich habe auch schon ein paar Mal drüber geschaut jetzt schon. Ich freue mich schon auf die Trailer versus Ingame-Grafik-Vergleiche in 2 Jahren. Ich auch. Also, ich sage das ganz ehrlich, die Grafik ist zu krass. Das ist zu heftig für Ingame-Grafik. Kannst du vergessen, PlayStation 5 ist ein mächtiges Stück Hardware, aber es ist nicht in der Lage, das Speiser da zum Stein. Das kannst du vergessen. Außer Rockstar hat irgendeine super krasse neue Technik mit was weiß ich was, das sowas möglich macht. Ich weiß es nicht. Ansonsten sage ich nicht recht viel. Ich sage vielleicht zum Universum, wo es stattfindet, wie es ausschaut, was für ein Flair das es versprüht. Aber ansonsten sehe ich nicht recht viel, wie wird es Gameplay. Was ist das große Neue? Sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, eine der größten Neuerungen könnte sein, wenn Rockstar NPCs KI-gesteuert macht. Das heißt, dass künstliche Intelligenz dafür verantwortlich ist, wie sich jeder einzelne Charakter individuell in dieser Welt verhält, bewegt, wie er spricht, was er spricht, etc. etc. Das kann solche glaubwürdigen Open-World-Welten auf die
übernächste Stufen hin. Und Rockstar macht das gern. Haben es mit GTA 5, haben es damals mit GTA 4, sie haben es damals mit GTA 3, eigentlich mit jedem scheiß GTA, haben sie die Messlatte hier, von hier nochmal oben drauf gesetzt. Und auf das darf ich noch ein bisschen warten. Da das ganze Ding, schauen wir jetzt noch bis zum Schluss. So, und das ist das Wichtigste. Und hier ist dann auch Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Coming 2025. Da war ich vorher ein bisschen voreilig. Ich meine, das kommt nächstes Jahr. Ich bin ein Vollidiot. Fast nächstes Jahr. Aber ich gehe schwer davon aus, im dritten oder vierten Quartal 2025. Also, werden wir uns noch locker 2 Jahre Zeit lassen müssen. Aber das halten wir jetzt auch noch. Das haben wir 10 Jahre ausgehalten, jetzt schafft man 2 auch noch. Ihr wisst, wie schnell das Zeit vergeht. Der Fall schreibt, bin ich zufrieden? Wahrscheinlich wollte ich sagen, ich bin zufrieden. Ganz ehrlich, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Trailer. Ich kann nichts Schlechtes erkennen, ganz im Gegenteil. Ziemlich viele coole Sachen. Und was das für unseren Stream bedeutet, vorausgesetzt, ich bin in 2 Jahren noch hier, beziehungsweise ihr seid noch da, das hängt nicht von mir ab, sondern von euch. Selbstverständlich spielen wir das. Ich gehe schwerstens davon aus, es kommt als erstes für Konsolen, das heißt PlayStation 5 und Xbox, was weiß ich, wie die aktuelle Generation heißt. Und dann kommt es ein Jahr später oder 2 Jahre später für den PC. Das bedeutet, wir werden die Singleplayer-Kampagne selbstverständlich streamen. Das ist mir dann wurscht, ob auf Konsole oder nicht. Ich bin in der Gamepatch-Packo, das ist mir wurscht. In 2 Jahren bist du älter, fetter, langsamer, das ist richtig. Nichts da, Rente in 2024 oder Bier. Richtig, und wenn es dann für den PC kommt, da kann ich mir das schon mal richtig gut vorstellen. Warum nicht? Ich meine, The Last of Us 2 spielen wir auch leicht verzögert, ist mir wurscht. Am Gamepad, das kriegen wir schon irgendwie hin. Series X, du Pfeife, ja, das ist der Grund, warum mich die Xbox nicht interessiert. Weil ich einen PC da stehen habe, der Xbox in der, weiß ich nicht, zusammenschnupft da hast und nicht einmal einen Startbutton drückt. In der Regel brauche ich keine Xbox. Series S und X ist Xbox aktuell. Haben wir wieder was gelernt. Da ist aber eben Microsoft auch selber schuld, wenn hinten seine Konsole wie ein geistig Behinderter. Was kann ich dafür? Richtig lustig wird aber, wenn GTA 6 dann für den PC kommt. Warum? Denn dann ist die Zeit gekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der Foodlab bei Franz Full Retard Florida Man geht und einmal schaut, was auf diesen Rollenspielservern los ist. Und das, heilige Scheiße, das wird entweder unfassbar dumm oder unfassbar dumm. Sie wissen, was das heißt. Da ist noch eine ganze Zeit hin, wahrscheinlich sogar 3 Jahre oder 4 Jahre. Und ob ich da überhaupt noch da bin, da brauche ich sowieso noch einen neuen PC dafür in 4 Jahren wieder, weißt du, was ist. Ja, Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie sind zufrieden. Das ist wieder mal ein längeres Video und ein längerer Kurzstream geworden, als ich das dachte. Jetzt haben wir schon wieder über die Stunde da. Vielen Dank an die ganzen Donations nebenbei. Ich habe es extra angepinnt. Die sind heute aus, weil sonst kriegen wir einen Vogel und das dauert 3/4 Stunde lang. Und so lange hätte es eigentlich gar nicht dauern sollen. Ich habe gemeint, wir sind mit einer 1/4 Stunde durch. Was sagt ihr? Lieber Nachschau-Squad in die Kommentare drunter. Seid ihr gehypt? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Findet ihr es geht so? Was sind eure Erwartungen? Was glaubt ihr? Was ist die große Neuerung? Was könnte die große Neuerung sein? Ab in die Kommentare damit. Küsschen aufs Nüsschen. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich bin mehr als zufrieden. Dankeschön dennoch natürlich an die ganzen Donations im Hintergrund. Köstlich. Bussi aufs Nussi. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr mit der Last of Us 2. Und wer da nicht kommt, der ist raus. Jetzt hast du schnell ein Like drauf, lass ein Abo da, weil vielleicht zeigt er das irgendjemand, der vorher noch nicht da war. Keine Ahnung. Kuss auf die Nuss. Und wir sehen uns morgen um 20 Uhr. Hauen Sie rein. Habe! Warte, da gibt es ja die Abschlusströte. So. Muss klar. Bis morgen. Habe die.